Taschen, also kurz und knapp, wir machen heute den besten Burger der Welt. Erstmal haben wir Wagyu Patties, schon mal die besten Patties, die man überhaupt kriegen kann, plus den besten Burger der Welt, nämlich einen In-N-Out-Burger aus Amerika. Ne? Gibt es in L.A. zum Beispiel und den machen wir heute. Ne? Also In-N-Out versus Wagyu. Geht's krasser? Nein. Und wir fangen an. Dazu brauchen wir zum Beispiel erstmal unsere Wagyu Patties von unserem neuen Partner Beef Bandits. Geht mal unbedingt auf die Seite drauf. Ganz, ganz crazy Angebot. Elchfleisch, Krokodil, Wagyu, ganz normale Sorten Fleisch für den Hausgebrauch. Und mit WWB10, unseren Gutscheincode, bekommt ihr da noch 10% auf eure Bestellung. Also unterstützt ihr den lieben Klausi, nämlich Klaus Grill hat da seine Finger mit drin. Und wenn Klaus Grill nicht weiß, welches Fleisch gut ist, wer dann? Ne? Und ihr unterstützt uns mit dem Gutscheincode WWB10. Also würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt zurück zu den Burgern. Wir machen jetzt, wie gesagt, den Burger. Und dazu machen wir auch erstmal die geilste Soße der Welt. Ne? Wir fangen mit der besten Burgersoße der Welt an, Freunde. Und die ist ganz, ganz einfach. Dazu brauchen wir erstmal Altbeck hier. Dazu brauchen wir erstmal Zwiebeln, würde ich sagen. Hi erstmal, das ist mein erstes Wort, was ich gerade gesagt habe. Hi. So, wir schneiden uns als allererstes erstmal kleine Zwiebelwürfel, ne? So, Zwiebelwürfel ab in den Topf rein, karamellisieren lassen, wie bei den Krokodilburger. Aber der In-N-Out-Burger hat was ganz Besonderes, die kommen nachher in die Soße rein. Wir erklären das ganz, ganz knapp und kurz, damit jeder das nachmachen kann, ganz einfach zu Hause. Ne? Dafür steht dieses Kochformat hier. Jetzt kommt da rein eine Prise Zucker und ein bisschen Butter. Butter und Zucker. Kann das schön vom Punkt karamellisieren. Das soll eine schöne Karamellfarbe haben. Ne? Dann machen wir hier einfach gleich weiter. Komm, zack, wir sind eine Zeitsendung. Heute. Heute Fast and Furious, ja? Senfwein. Alte Tomi Senf aus der Tube. Für mich der Beste. Ja, viele sagen ja Bauchner und so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr da am meisten feiert. Aber Tomi Senf ist für mich der Killer unter den Senfsorten auf jeden Fall. Direkt auch der beste Ketchup gleich, der Jute Heinz Ketchup. Auch beste. Auf jeden. Ja, zu Pommes sowieso. Generell Heinz Ketchup, Digga. Zu allem einfach Macht. Ja, einfach diese fruchtige Note, die gleich rauskommt. Ja, ne? Feier ich. Die Juten schon drin, ja. Genau. Wir haben Senf, wir haben Ketchup und wir haben Mayonnaise. Auch von Tomi. Jetzt machen wir Gewürzgurke rein. Auch schön fein hacken, den Bruder. Wir kommen einer Big Mac Soße sehr nah, aber da kommt noch so ein kleines i-Tüpfelchen nachher dazu. Deswegen dranbleiben. Schneiden wir so ein kleines Miso-Platz für die Burger. Wir wollen dünne Zwiebelscheiben drauf haben. Eine dünne Scheibe Tomate. Alles in derselben Dicke. Genauso dick wie die Zwiebelringe auch die Tomate. Wir wollen einen gleichbleibenden Geschmack im Burger haben, dass nichts überwiegt. Das ist auch der beste Burger der Welt, wird, ne? Und wir können eigentlich jetzt schon anfangen, Bruder. Guck mal jetzt, wir haben hier wie gesagt Ketchup, Senf, Mayo. Dann haben wir hier Worcester Soße. Die kommt hier noch rein. Ein guter Schuss für die Würze. Jetzt haben wir hier unsere karamellisierten Zwiebeln. Und da machen wir zwei ordentliche Lagen rein. So, jetzt rühren wir das Ganze um. Und das ist unsere In-N-Out Burgersoße, Freunde. Und somit auch, das verspreche ich euch, die beste, kräftigste Burgersoße der Welt. Weil ihr habt die Gurken und Zwiebeln, die karamellisierten, alle schon da drin. Und damit auch den vollen Geschmack in der Soße. Vier gleich große Stücke Eisbergsalat. Und wir haben auch die Tomaten und die Zwiebeln so etwa in der Dicke von dem Eisbergsalat geschnitten. Ne? Oder versucht auf jeden Fall. Kommen wir zum Wagyu-Fleisch. Wir haben hier drei Patties, sind zwei Personen. Das passt nicht, ne? Nicht ganz, ne. Deswegen nehmen wir sie raus. Oh, da sieht man das schon, ne? Das schöne Wagyu-Fett. Also das Ding wird, glaube ich, absolute Endstufe hier. Deswegen machen wir einfach mal ganz kurz so, Digga. Das Überpatty dann jetzt, ja? Natürlich nicht. Oder willst du nur einen Burger essen bei zwei Personen? Nee, deswegen sage ich ja jetzt das Überpatty. Nee, ich mache vier kleine. Ich mache auch einfach kleine, kompakte Burger, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja. Finde ich besser als diese riesengroßen Dinger. Da esse ich lieber zwei Wagyu-Burger als anstatt nur einen. Ich mag diese Burger-Bandbrötchen sehr, sehr gerne. Sogar viel lieber als diese Brioche-Buns. Die erinnern auch so richtig an diesen McDonald's-Cheeseburger oder halt an die von den Ketten. Und wenn man die jetzt noch schön mit Butter einstreicht und dann kurz auf den Grill hier packt, dann sind die grandios, die Dinger. Wenn man die natürlich einfach nur so isst oder kurz in den Ofen packt, dann schmecken die auch scheiße. Aber ein bisschen mit Butter bestreichen, dann schön auf den Grill rauf und dann suppen die richtig schön durch und dann hast du quasi auch einen Brioche-Bun, weil es ist ja Butter drauf. So, deswegen einmal ganz kurz mit Butter bestreichen von beiden Seiten. Okay.
Nee. Wir bereiten uns schon mal hier ein bisschen Käse vor. Wir nehmen halb Gouda, ein bisschen Cheddar für den Schmelz oben mit drauf. Öl in die Pfanne geben, Freunde. Mit der Butterseite die Burger Buns drauflegen. So. Oh, das ist. Und jetzt widmen wir uns erstmal dem Fleisch. Das ist perfekt, auch von der Größe her. Oh, das steckt uns schon ein wunderbarer Duft entgegen. So, wir salzen die jetzt einfach nur. Legen jetzt unseren Käse oben drauf, schieben die ganz kurz in den Ofen und dann kann es aber gleich losgehen, würde ich sagen. Kommen wir zum Burger bauen. Soll ich nur sagen, dass ich mich darauf sehr freue jetzt hier gerade? Wer würde sich darauf nicht freuen? Nicht sparsam sein damit. Die nee, gibt nee. Nämlich richtig Energie am Ende. Definitiv. Ein bisschen Animal-Style. Schau mal. Na, heute sind wir aber Speedy Gonzales hier, also ja. Unfassbar in einem Mordstempo. Ich baue nicht zum ersten Mal Burger, das sieht man ja auch. Ja. Tomate. Und kommen nachher, warte, diese schönen Wagyu-Patties. Diggi. Weißt du? Na? Genau der, Digga. Der soll's sein. Da kommt nochmal oben unser Zwiebelring rauf für die Frische. Na? Oh ja. Klappe zu. Darf ich erst mal sein, oder was? Klar, Digga, den klappe ich jetzt hier rein mal. Schwuppdiwupps. Boah, saftige Sache, die und jetzt? Warte, einmal fürs Thumbnail. Ja? Warte, ja. Okay, und 3, 2, 1. Vielleicht kann ich auf die anderen Burger, du Ekel. Weißt du, was mit diesem Patty in deinem Mund passiert, Bruder? Ich muss es darüber halten, weil es so saftig ist erstmal. Du beißt ja durch, Digga, hast so ein zeig angenehmes... Mal. Weißt du? Genau der. Schmeckt ja? Der perfekte Drecksburger. Digga, matschig, schlotzig, käsig. Einfach ja. Lecker. Digga, der ist böse. Oh. Na? Okay, Digga. Dein Bart sieht dementsprechend auch aus, wie es saftet und kleckert und tropft. Holt euch auf jeden Fall ein paar Servietten, wenn ihr den Burger esst. Und holt euch auf jeden Fall ein paar Burger Patties bei Beef Banditen, Alter. Unten alles in der Beschreibung, Code, Link zur Seite, alles verlinkt. Viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen, außer Saft einfach. Ja, übertrieben krass. Das Geile, was den Burger einfach auch ausmacht, ist dieses gleichmäßig Geschnittene immer beim Burger. Du merkst keine einzelne Zutat, die überwiegt. Es geht einfach smooth durch, ne? Dieser buttige Bun und dann einfach dazu diese Soße, die so richtig knallt mit der frischen Zwiebel noch oben drauf, den karamellisierten Zwiebeln und dann einfach das Burger Patty aus Wagyu. Und Digga, sag ich dir, wie es ist, das Ding knallst du hier in 10 Minuten durch. Das ist krass. In 10 Minuten hast du so einen Burger, Digga. Keine Pizza der Welt, die du bestellst, kein Essen der Welt, was du bestellst, schmeckt dann so, Digga. Homemade zu Hause, Wagyu-Burger. Wagyu in and out. Das hört sich an, als wenn du trinkst. Eigentlich schon ein bisschen eklig und es sieht auch komisch aus, Brot. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier aus, sonst wird es unappetitlich, aber so isst man halt nur mal einen Burger, würde ich sagen. So isst man den mit der Familie, Digga. Ne? Den anderen, den genießen wir alleine. Richtig, ich würde sagen... Das war sehr synchron. Das war eine neue Folge von Blocki und Schlubi. Vergesst nicht, unten zu bestellen. Ganz viel Liebe und ciao.